Willkommen, mein Name ist Hadi. Hadi und Aaron und die weiß ich nicht mehr. Okay. Heute stelle ich euch ein Spiel vor, das heißt Welcome, also Fallout Shelter. Also die Geschichte ist, dass man in einem Bunker lebt, weil ein Atomkrieg. Wenn ihr Fallout kennt, wisst ihr, was passiert ist und sowas. Okay, dann fangen wir mal an mit meinem Bunker, was ich schon ein bisschen gebaut habe, aber sein war also nicht so groß, muss ich mal sagen. Ich habe vor einer Woche gespielt und sowas. Ich helfe dem noch und versuche. Ich habe einen geschickt, damit ich euch. Jetzt zeige ich euch das Prinzip. Mal warten. Das dauert ein bisschen länger. Man hat gesagt. Mein Gott, mein Handy ist auch nicht so gut, würde ich mal sagen. Ich bin raus, ja. Jetzt muss ich wieder rein. Immer diese Lieder. Ist nicht schon ein bisschen. Das ist jetzt mein Lord Fallout. Nehmen wir rein. Das dauert immer zu lange. Das funktioniert. Warten, mal warten, mal warten. Das ist der Video schon. Ist schon 3 Minuten und nichts passiert. Endlich ein bisschen und jetzt gehe ich rein. 1, 2, 3. Jetzt muss ich reingehen. Endlich. Okay. Wartet. So sieht alles. Oh. Qualität ist nicht so. Der ist gestorben. Ich kann ihn wieder beleben. Ich glaube, ich lasse den wiederbeleben und der kommt zurück und dann gehe ich rein. Komm für. Ihr habt langweilig. Was hat die gebracht nochmal? Was haben wir für Waffen? Ich nehme mal das hier und das sind nicht für die Arbeiter. Ja, hier. Du kriegst
die Fabrik. Und okay, Problem. Jetzt müssen wir mehr Geld sammeln. Wir haben schon 1000, was richtig cool ist. Lass mal unsere Sachen weiter größer machen. Also, der hier kriegt die oder die hat Strahlung. Ich muss mein Doktor Dings machen. Radiostation. Das hier und das hier brauchen wir. Was brauchen die noch? Strahlung und zwei. Ich habe jetzt das hier genommen. Bekommen. Dann machen wir Upgrade und Upgrade. Ja. Nicht genug Geld. Also hier haben wir schon Upgrade, ne? Ja. Aber ich möchte das hier kriegen. Das dauert mal. Das ist die gekommen, ne? Aber jetzt haben wir die Dings vergrößert. Kommen wir machen weiter hier rein. Du kannst da rein, weil Canada ist. Sprach deine Waffe, brauchst du nicht mehr die Pistole. Und schon wieder, wir haben Lichtprobleme. Wird alles arbeitet über Licht. Wenn wir kein Licht haben, gar nichts. Bitte, bitte. Okay, das ist wieder was. Du kommst hier rein. Okay. Wie zu sagen, die Radiostation arbeitet nicht. Und ich soll die... Oh, keiner kommt zu uns, weil wir die Radiostation nicht so entfernt haben. Scheiße. Aber egal, wir können immer noch jemand rausschicken. Wo ist mein Abenteurer? Da ist er. Du kommst mal raus und du... Warte, nein. No. Kink. Nein, der bleibt hier. Und du ist er. Da ist er. Ich brauch... Du kriegst wieder diese Waffe, die ist mega stark. Und du kriegst von mir ein Outfit. Du bist Level 10. Also es gibt mehrere Level, die ist Level 9, die ist 8, also der hat die meisten Level. Ich weiß. Jetzt kommt er raus. Wir geben den 2, 6 Blotches. Der muss was finden und hier die Weapon rum. Craft, wir können auch nichts craften. Wir können auch im Dunkeln arbeiten, das ist geil. Ich habe hier die Kinder getragen, aber
kann ich das weit machen. Also, Strahlung Dings. So. Wie weiter? Storage Rooms aus. Okay, noch was. Okay. Wir haben nicht so viel Wasser und Strom und sowas. Shit, ne? Wir müssen unsere Räume wieder vergrößern. Also mache ich hier noch ein paar Räume. Also hier ein Stromraum. Mal sehen. Strom. Okay. Und dann wir bekommen noch einen Aufzug. Ein Aufzug kostet schon. Die hat es nicht so gut. Die hat richtig gut S, aber er kann Bock auf den. Dann nehmen wir den. Das ist normal. Der ist auch richtig schlecht. Was machst du?